30.09. kommen wird, funktionieren. Es ist natürlich möglich, dass sie noch ein, zwei Sachen ändern, aber das wird die generelle Arbeitsweise der Erweiterung nicht verändern. Shortfuzz lässt euch Shortcuts, also Verknüpfungen von Aufgaben in Ultimate Team und der Web-App auf Tasten der Tastatur legen. Also ich zum Beispiel habe sofort kaufen auf der Taste N. Ich markiere also die Karte, die ich haben will, und statt nervig mit der Maus rumzuklicken, wo man das Ganze ja auch noch bestätigen muss, um die Karte zu kaufen, drücke ich einfach nur die Taste N. Und zack, habe ich die Karte gekauft. Ihr spart so natürlich die wichtigen Millisekunden, die entscheiden, ob ihr eine Karte bekommt oder nicht. Und das ist gerade am Anfang von Foot mega wichtig, da zählt jeder Coin. Wenn man Shortcuts nutzt, muss man aber wissen, dass man sich in einem Graubereich bewegt. Web-App-Erweiterungen sind gegen die Nutzungsbedingungen von FIFA Ultimate Team. Ihr macht das also auf eigene Verantwortung. Ich will dann keine Beschwerden hören, Freunde. Da die Erweiterung die Web-App aber nicht manipuliert, ist es für EA nicht zu entdecken. Bei Shortcuts Premium ist das ein bisschen anders, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich kann euch aber von meiner Erfahrung von FIFA 19 und von ganz FIFA 20 sagen, dass ich nie ein Problem hatte und mein Account unversehrt ist. Aber was ist nun bei der Premium-Variante von Shotfuzz anders und warum ist das gefährlicher? Shotfuzz Premium bietet einen Buy-Now-Delay, also es wird eine kleine Pause eingelegt, nachdem man die Sofortkaufen-Taste gedrückt hat, damit EA nicht denkt, man ist ein Bot. Diese Funktion habe ich letztes Jahr nicht genutzt, damit ich den zeitlichen Vorteil einfach hatte. Manchmal habe ich zwar diese Tierverifikation bekommen, das war kein Ding, denn das kriegt ja jeder mal. Als weitere Funktion hat man auch noch eine Warnung, wenn man zu schnell hintereinander auf dem Transfermarkt sucht. Ist ganz praktisch, aber für mich persönlich war das eigentlich auch eher nutzlos. Jetzt aber zum Feature, wo sich Premium wirklich lohnt, aber die es auch gefährlich macht. Shortfuzz bietet nämlich einen Service an, der anzeigt, wie viel eine Karte momentan wert ist. Früher wurde dazu Footbin genutzt, heute Foot Alert. Dieser Preis ist bei den Gold- und Spezialkarten auch sehr genau. Das kann euch beim Traden mega helfen, aber, und ich betone aber, hier wird an der Web-App manipuliert und es ist dementsprechend gegen die Nutzungsbedingungen. Da ich aber die komplette FIFA 20 Zeit Shotfuzz Premium genutzt habe, auch Preise gecheckt habe und nie ein Problem hatte, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr auf Nummer sicher gehen wollt und die Standardversion und damit nur die Tastaturbelegung nutzen wollt oder ob ihr auch direkt in der Web-App sehen wollt, was ein Spieler wert ist. Dazu kommt noch, dass euch Karten, die ein guter Deal sind, auf der Transferliste grün angezeigt werden. Wann es ein guter Deal ist, könnt ihr entweder prozentual oder nach Anzahl der Coins Gewinn in den Einstellungen angeben. Bei den hellgrünen ist das Bieten gerade profitabel und bei den dunkelgrünen der Sofortkaufpreis. Hier müsst ihr aber natürlich immer auch nochmal den Markt checken, ob es wirklich ein guter Deal ist. Nutzt bei teureren Karten auch Footbin, um die Preisentwicklung auszuchecken. Wie nutzt man das Ganze jetzt aber am besten? Dazu zeige ich euch eine Trading-Methode mit Shortfuzz, mit der ich letztes Jahr Millionen von Coins gemacht habe. Ich habe bei den Icons immer eine Preisspanne angegeben, meistens in 100.000er Schritten, und habe dann auf den ersten Seiten geschaut, ob es einen guten Deal zum Bieten gab. Wenn das nicht der Fall war, bin ich dann bis an die 59. Minute geskippt, um zu schauen, ob jemand eine Ikone für zu günstig reingestellt hat. Ich musste dann immer nur auf die Taste F drücken, welche bei mir dann die Preise der Karten angezeigt hat. Und wenn was Dunkelgrünes aufkam, habe ich sofort den Preis gecheckt und zugeschlagen, wenn es sich gelohnt hat. Dazu habe ich in den Einstellungen angegeben, dass ich mit der Karte mindestens 10.000 Profit machen möchte und diese wurden dann grün angezeigt. Irgendwann lernt ihr so auch die Preise der Ikonen und könnt dann bei Sofortkäufen mehr Risiko gehen. Ein Problem ist aber, dass man sehr achtsam sein muss. Wenn ihr auf einer Karte seid, aus Versehen die Sofortkauftaste drückt und genügend Coins habt, kauft ihr die auch. Auch wenn es ein schlechter Deal ist. Ich habe zum Beispiel anfangs auch Bronzekarten aus Versehen für 10.000 Coins gekauft. Also nicht hibbelig werden, Freunde. So, jetzt haben wir ja schon viel Schabernack getrieben. Aber es geht auch noch schlimmer. Wenn man die ganzen Sachen auf Tasten belegen kann und es Programme gibt, die Tasten automatisch nacheinander abspielen können, was kann man da wohl draus basteln? Ja genau, einen, na sagen wir mal, halblegalen Autobuyer. Wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, verlinke ich euch ein Video von mir dazu unten in der Beschreibung. Es ist zwar auf Englisch, aber man kann da ganz gut sehen, wie sowas funktionieren könnte. Apropos unten in der Beschreibung, dort findet ihr natürlich auch meinen Twitch-Link und andere Social-Links. Ich streame regelmäßig live und zum Release von FIFA 21 besprechen wir da viele Trading-Tipps.